Wenn die Treppe zu steil und das Grundstück zu groß wird, dann stehen viele Menschen vor der Entscheidung, soll ich hier bleiben oder soll ich vielleicht in eine barrierefreie Wohnung umziehen? Wir haben Georg Schmid aus Salem besucht, bei dem diese Entscheidung auch angestanden ist, und er hat es getan. Georg Schmid wohnt im ersten Stock dieser Wohnanlage. Sie wurde 2015 gebaut. 44 barrierefreie Wohnungen sind hier entstanden. Im Erdgeschoss befindet sich eine Arztpraxis und eine Apotheke. Die Barrierefreiheit beginnt schon mit einem neuartigen Schlüssel. Und wenn er seine Wohnung betritt, wirkt alles offen und mit extra breiten Durchgängen. Wenn ich mal einen Rollstuhl brauche, dann muss ich mit dem Rollstuhl reinkommen. Gell? Aber mit dem Rollstuhl muss ich ins Bad kommen. Muss auch das barrierefrei im Bad. Ich muss mich duschen können mit dem Rollstuhl. Das Dusch-WC, optimal. Ich habe der Sommer keine Probleme gehabt mit der Hand. Das war optimal. Also das Ding kommt nur mehr weg. Seine Wohnung ist 72 Quadratmeter groß. Er ist noch gut zu Fuß. Von einem Rollstuhl oder Rollator kann keine Rede sein. Und dennoch. Ich habe Kollegen in meinem Bekanntenkreis, auch in meinem Alter, wo der Rollstuhl schon braucht. Und da habe ich halt jetzt schon gedacht, muss schon ein bisschen vordenken. Und darum habe ich gedacht, wenn ich was ein Neues kaufe oder was anderes, dann muss das schon so, es muss so sein, dass ich bis zum Schluss wohnen kann. Der ehemalige Fertigungsmeister, der in Pfullendorf Küchen produziert hat, wohnte 70 Jahre in Schönach. Hier steht sein Elternhaus. Dort wurde er geboren. Doch eines Tages merkte er, dass er an seiner Wohnsituation etwas ändern muss. Der Gedanke habe ich gehabt, wo ich 65 Jahre bin. Da habe ich mal, ich habe ja Probleme mit dem Schwindel, ist mir schwindelig geworden, dann bin ich fast die Treppe runtergefallen, weil mein Schlafzimmer war ja oben und dann habe ich am Morgen besser runter und da ist mir der Gedanke gekommen, ich muss was tun, solange ich noch fit bin. Sein Haus in Schönach hatte ein großes Grundstück. Die Pflege, das Schneeschippen vor dem Haus und das Heizen mit Holz kostete sehr viel Kraft. Die Trennung von seinem großen Anwesen fiel ihm schwer, sagt er uns. Er musste viel hergeben, um sich diese Wohnung leisten zu können, aber es war die richtige Entscheidung. Ich fühle mich im Prinzip in der Wohnung, in der Allgemeinheit, sau wohl darunter. Also mir macht es richtig Spaß, in der Gemeinschaft zu wohnen. Und ich hab auch immer, ich bin jeden Tag ausgefüllt irgendwie. Und das muss man auch machen, man muss aktiv sein. Man darf nicht bloß in die eigenen vier Wände hocken. Man muss sich bewegen. Und das habe ich, die Möglichkeit ist ja da, wenn ich noch fit bin. Wenn ich mal nicht mehr kann, dann kommt es automatisch. Und darum der Zeitpunkt nochmal okay. Die Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen ist groß. Gleich nebenan entsteht ein weiteres Haus. Dort sind die Wohnungen schon komplett verkauft, obwohl es erst 2019 fertig wird. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.